Hallo, hier ist wieder euer Marc Alpin Jakob. Die meisten kennen mich ja schon. Ich bin Alpin Advisor hier im Alpin Zonto Saarbrücken. Heute ohne Interviewer, dafür mit einem tollen Kameramann. Ich freue mich heute etwas ganz, ganz Besonderes präsentieren zu dürfen. Ich gehe schon mal langsam, vorsichtig zurück, denn ich glaube, wir haben hier heute eine der buntesten und größten Auswahlmöglichkeiten von Alpin A110. Die es überhaupt nur geben kann. Ich möchte jedes Auto ein ganz, ganz kleines bisschen vorstellen. Hier habe ich unseren aktuellen Vorführer in Vert Jardin. Das ist eine Heritage-Farbe aus dem Centre Alpin mit Kriegsbemalung. Dieses Fahrzeug ist verkauft, genau wie alle anderen auf der Seite. Und das bleibt Gott sei Dank hier bei uns im schönen Saarland, auf das die Straßen noch schöner werden. Ich darf einmal die Tür öffnen. Wir haben hier die A110S, wie gesagt, in einer Sonderfarbe mit dem Aero-Paket und Cup-Bereifung. Das heißt, dieses Fahrzeug wird erst bei 275 Stundenkilometer abgeriegelt, liegt wie ein Brett auf der Straße. Die Reifen sollten kleben, wenn die Temperaturen stimmen. Ein kurzer Schwenk mit der Kamera durch den wunderschönen Innenraum. Ich darf noch unterhalb der schwebenden Konsole die Plakette zeigen. Ich hoffe, die bekommen wir auch noch drauf. Die sind also in den Heritage-Farben limitiert. Das nächste Fahrzeug ist die Nummer 9 von 110 Lackierten in der Sonderfarbe Sable Beige. Ebenfalls eine A110S. Ich darf hier erklären, wir sprechen über ein Leergewicht von etwa 1100 Kilo, 300 PS und 340 Newtonmeter. Mein Kameramann hat gerade die Felge im Blick. Wir haben hier die klassischen originalen Fuchsfelgen verbaut. Im Innenraum ganz dezent. Ebenfalls die Sportsitze. Da haben wir sogar noch ein bisschen Verklebung dran. Der geht erst in 2-3 Wochen raus mit grauen Ziernähten. Die Autos kommen bei uns immer komplett verpackt, Ganzkörperkondom an. Dieses Fahrzeug wurde also noch nicht berührt, nicht gewaschen. Aber man sieht, alle empfindlichen Teile, Einstiege, Pedale sind noch abgedeckt. Und die große Husse habe ich schon entfernt. Vielleicht noch einmal gerade hier hinten drauf. Mir gefällt das sehr gut, diese Farbe mit den schwarzen Applikationen. Bei dem Fahrzeug ändern wir noch einige Sachen. Zum Beispiel die Auspuffblende wird im Carbon-Look gestaltet. Etwas ganz Besonderes und das krasse Gegenteil möchte ich euch hier zeigen. Eine Alpin, von der es weltweit nur 100 Stück gibt, das ist die Alpin A110 Jean Redelet. Jean Redelet war 1955 der Gründer der Marke Alpin. Zu seinem 100. Geburtstag, den er nicht mehr erlebt hat, im Mai des Jahres 2022 kamen über 1000 Alpin zusammen. Richtig schön und edel. Und anlässlich eben dieses 100. Geburtstags wurde diese Sonderserie Jean Redelet aufgelegt, 100 Exemplare, und wir haben für einen Kunden eine bekommen. Ansonsten innerhalb von 5 Minuten ausverkauft. Hier haben wir Mikrofaserpaket, Vollleder-Komfortsitze, Aluminiumpedalerie und diese GT verfügt auch über 300 PS, 340 Newtonmeter. Der Lack, nein, die Lackierung, Gris Montebello. Mittlerweile ausverkauft, also nicht mehr zu haben, nur noch bei dem Modell lackiert mit zweifarbig abgesetztem Dach in mattschwarz. Ganz wichtig für die Franzosen unter uns, die Trikolore bei dieser GT außen und innen. Irgendwie ein richtig vornehmes, edles Teil. Dann kommen wir zu einer normalen GT in schwarz. Mit den Original Legend Felgen, eigentlich so ein bisschen 80er-Jahre-Style. Dieses Fahrzeug geht nach Karlsruhe im Monat Februar. Hier haben wir die Besonderheit, dass wir zu dem Schwarz außen
die blau lackierten Bremssättel haben und innen auch blaue, das heißt blau, bei mir immer Alpinblühen, Ziernähte, 12 Uhr Markierung etc. Das nächste Fahrzeug, und da nähern wir uns gerne mal von der hinteren Seite an, ein Alpine A110S mit dem Aero-Paket, sorgt dafür, Spoiler hinten, Lippe vorne aus Carbon, dass wir 141 Kilogramm mehr Abtrieb haben und auch hier eine Höchstgeschwindigkeit von 275 erreichen können. Noch ein Schwenk bitte hier auf den Zettel. Das ist mein Lieblingskunde, der Endkunde. Hier haben wir nur das klassische Alpine Bleu und schwarz. Schwarze GT-Race-Felgen, vorne im Carbon, die Lippe, die Breitreifen, Michelin Cup 2 und auch innen haben wir nur schwarz und Alpine Bleu. Ich glaube, die Bilder zeigen, das sind wirkliche Sportrennsitze. Ich kann versichern, die halten einen in jeder Kurve auch. Dieses Fahrzeug ist wieder was ganz Besonderes. Nein, alle Alpines. Aber hier haben wir wieder eine Sonderfarbe. Nennt sich Bleu Acier, also Stahlblau. Das ist ein etwas hellerer Farbton. Und hier wunderschön abgesetzt mit den Sonderfelgen Grand Prix und den gelb lackierten Bremssätteln. Absoluter Kundenwunsch, inklusive dem Carbondach. Sieht sehr gut aus. Senkt den Schwerpunkt noch einmal, da es knappe 2 Kilo leichter ist als das normale Dach. Innen edel schwarzes Leder. Glänzende Carbon-Applikationen und blaue Ziernähte. Auch diese Farbe wird bald ausverkauft sein, maximal 110. Das da ist die Nummer 16. Ganz klassisch und ich darf mit Stolz sagen, in den Großraum Saarbrücken verkauft vor 14 Tagen eine in meinen Augen ganz, ganz klassische A110, hier als GT Gran Turismo mit 300 PS. Die Fuchsfelgen sind darauf verbaut und alles andere ist ebenfalls in Alpine Bleu gehalten. Innen drin haben wir auch hier die Komfortsitze, die sind verstellbar, manuell. Eine Sitzheizung, zweistufig, links und rechts, also für Pilot und Co-Pilot verbaut. Die Alpine, denke ich, ist nämlich auch für den Winterbetrieb geeignet. Mit der entsprechenden Bereifung kann man sogar bei Schnee, da immer Grip, ausreichend sicher sich fortbewegen. Jetzt machen wir noch einmal einen kleinen Schwenk von den ganzen. Oh, eine habe ich noch vergessen. Da steht ja noch eine schwarze GT mit den besonderen Felgen drauf. Dieser Wagen ist schon fertig zur Auslieferung kommenden Samstag. Der geht in die Großregion Trier. Wir haben hier ganz bewusst schwarz und blau noch einmal zusammengesetzt. Eine schöne Komposition. Die Alpine 110 als Sportwagen konzipiert, als Sportwagen gebaut, nach wie vor in Dieppe in der
alten Fabrik, natürlich total modernisiert. Es laufen pro Jahr etwa 3.500 Exemplare dort vom Band, großteils in Handarbeit gefertigt. Wir sprechen über 96% Aluminiumkarosserie. Das führt eben zu dieser unglaublichen Leichtigkeit und ein bisschen Kunststoff. So, wenn ihr mir jetzt folgen wollt, dann gehen wir rüber auf die Alpine-Seite. Da stehen die Fahrzeuge, die im Moment zu haben sind. Auch eine schöne Farbenauswahl, nochmal ein bisschen bunter. Wir beginnen mit unserem im Moment verfügbaren, auch Kennzeichen passt, Alpine A110 GT. Der ist zum Sonderpreis ab sofort zu haben. Noch keine 4000 Kilometer. Das Fahrzeug besticht durch die im Moment anscheinend wieder hippen, weiß lackierten Felgen. Genauso wie wir sie auch auf der grünen S hatten. Hier bei uns dann immer mit Kriegsbemalung. Auch das auf Kundenwunsch bleibt dran oder wird auch auf jede normale private Alpine von uns angebracht. Wir wollen auffallen, wir wollen uns profilieren und da gehört so etwas nun mal dazu. Alle Informationen, die Möglichkeiten, ein Auto zu konfigurieren oder mich anzuwählen, findet ihr auf alpinecars.com. Auch wie die Alpine insgesamt im Wettbewerb so steht, wie die Alpine Formel 1 Teilnahmen durchgeführt hat und auch in der neuen Saison durchführen wird. Direkt dahinter steht eine in meinen Augen sehr, sehr elegante A110 GT wieder. Diesmal in der Farbe Abyss Bleu, Tiefseeblau. Das ist ein edler, exzellent harmonisierender Farbton. Ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera so merken kann. Das changiert ein bisschen von ganz dunkel über Orange, Silber, je nach Lichteinfall. Auch hier haben wir wieder vorne die Embleme A für Alpine, die besonderen Felgen und ansonsten ganz dezent schwarze Bremssättel und innen drin, ich darf es nochmal öffnen, schwarze Ledersitze, die Komfortsitze sind das bei der GT und graue Ziernähte. Jeder Alpine ist schön. Mein momentaner Favorit, über den haben wir schon ein ganzes Video gedreht, steht jetzt hier. Eine Alpine A110S, neuestes Modelljahr, in der Trendfarbe Feu Orange. Zwei Farbenlackierungen mit schwarz abgesetztem Dach, A- und B-Säule lackiert. Das Orange setzt sich im Innenraum sogar bis zu den Gurten fort. Da gibt es keine andere Farbe als Orange und Schwarz daran. Hier auch wieder mit dem Performance-Paket Aero. Der Spoiler hinten, die Cup-Bereifung und mein Kameramann ist klasse. Der sieht, jawohl, der Motor ist hier mal offengelegt. Die Abdeckung entferne ich gern mal bei Autos, um zu zeigen, A, wie kommt man da dran und B, wie sieht denn dieser Motor aus? Ein 1,8 Liter Vierzylinder Turbo-Benziner mit Ladeluftkühlung. Ein Großserienmaschinchen, erprobt eben auch im Renault Megane RS. Aber hier hat sie eben nur 1100 Kilo zu schleppen. Hat aufgrund der Lage Mittelmotor und Heckantrieb immer einen hervorragenden Vortrieb, tiefe, mittige Traktion, Schwerpunkt 56% hinten, 44% dann vorne, sodass man sagen kann, Schwerpunkt ist direkt unterm Fahrersitz. Zwei habe ich noch, wenn es recht ist. Unser nächster Vorführer ist ein identischer von der Technik und Ausstattung in dem Farbton Vanille lackierter Wagen. Auch hier sieht man sehr gut und ich finde, das hebt sich ganz toll ab. Die schwarze Kriegsbemalung, das Carbon-Kit mit Spoiler vorne.
hier schwarze Felgen, die Original GT Race. An dem Fahrzeug ist wirklich nur Schwarz und Vanille dran. Fehlt eigentlich nur noch ein Kleck Sahne. Wir freuen uns darauf, mein Chef, der Geschäftsführer der Autogalerie Saar, Herr Peter Hammerschmidt, diesen Wagen Anfang Februar in Betrieb zu nehmen. Ihr könnt euch gerne bei mir melden für eine Probefahrt. Hier haben wir auch etwas Besonderes, die Gritoner matt lackierte Felge. Das ist die leichteste, das ist die stabilste und als absoluter Farbklecks, i-Tüpfelchen sozusagen, die rot lackierten Bremssättel. Wenn das Fahrzeug bis Februar, März nicht von uns als Vorführer zugelassen wurde, aber auch dann, Haltedauer 90 Tage, kommt vorbei, schaut ihn euch an, noch ist der Wagen zu haben. Mein Kameramann schwenkt jetzt ganz kurz nach draußen, auf die rechte Seite, da steht noch eine A110. Das heißt, das ist die ursprüngliche DNA der Alpine. Die leichteste mit 252 PS, auch gut motorisierte A110. Die hat immer die Sportsitze. Ansonsten ganz, ganz wenige Optionen. Das ist Fahren pur. Nicht vergessen sollen wir ganz außen unsere Premier Edition. PE Premier Edition, das waren die ersten, die 2018 auf den Markt kamen. Allerdings nicht zu erwerben. Und mit einem letzten Dreh auf ein A110S, der ebenfalls noch zu haben ist, kurzfristig in klassischer Farbgebung Alpine Bleu, orangefarbene Akzente und innen drin auch schön ausgestattet mit der Option Mikrofaserpaket, orangefarbene Bordüren, ein echtes Sportgerät. Ihr wisst, wo wir wohnen. Alpinzaun der Saarbrücken in der Wiesenstraße 8 in Saarbrücken-Burbach 66115. Mein Name ist Marc Alpin Jakob am 10. Januar des Jahres 2023. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Auf bald. Ciao.